Liebe Anwesende, sehr herzlich willkommen. Ich habe letztes Jahr damit begonnen, Rudolf Steiners Vortragstätigkeit im Jahre 1920 etwas genauer zu untersuchen im Hinblick auch auf das, was uns vielleicht aus der Gegenwart mit der Perspektive des Heute an diesen Vorträgen auffallen kann, bemerkenswert sein kann. Man kann einerseits sagen, sie sind 100 Jahre alt, diese Vorträge, aber wenn man der Auffassung ist, dass Rudolf Steiner für eine weite Zukunft gearbeitet und gesprochen hat, ist es ja im Atem der Weltgeschichte doch auch eine größere Sekunde, trotz allem, was im äußeren und wohl auch im inneren Leben sich verändert hat. Jedenfalls möchte ich auch dieses Jahr, wenn auch etwas verspätet begonnen jetzt durch die lange Schließung, einen Anfang damit machen, auf diese Werkbiografie 1921 zu blicken unter einem gewissen Gesichtspunkt. Und für heute Abend, wie es Konstanze Kalix schon gesagt hat, stehen im Vordergrund jene Vorträge, die Rudolf Steiner vom 1. Januar 1921 bis zum Juni von Mitgliedern der Anthroposophischen Gesellschaft gehalten hat. Insbesondere hier in Dornach, allerdings nicht in der Schreinerei, denn das Schöne war ja, und das ist bei diesen Vorträgen mitzuempfinden, sie wurden im Bau gehalten. Er stand also wirklich an jenem Pult, im Schnittpunkt der beiden Kuppeln und sprach in dieses Bauwesen hinein. Die anderen Vorträge, die nicht hier waren, waren in Stuttgart und in Den Haag, aber das waren nicht so sehr viele. In der Gesamtausgabe finden Sie das in zwei dicken Bänden, GA 203 und 204. Es sind die ersten zwei von sieben Bänden von Mitgliedervorträgen aus diesem Jahr 1921. Und wenn man sich etwas geschichtlich hineinversetzt in die Situation damals, dann der Bau war fast vollendet, nicht ganz, aber so, dass er ja in Anführungsstrichen eröffnet worden war mit diesem ersten anthroposophischen Hochschulkurs, September, Oktober 1920. Und ich hatte ja dieses Jahr 1920 mit Ihnen und anderen Freunden hier im Raum und auch oft weit entfernt etwas bedacht letztes Jahr. Es war mir persönlich ein sehr wichtiges Jahr, denn die Eröffnung dieser Freien Hochschule für Geisteswissenschaft in diesem Bau war doch ein Großereignis für die Geschichte der anthroposophischen Bewegung. Die Waldorfschule war 1920 gerade auch erst begonnen. Es war ein Großereignis für die anthroposophische Bewegung, dieser Versuch eines freien Schulwesens. Rudolf Steiner war in Stuttgart wochenlang 1920 immer wieder. Es wurden diese zwei Aktiengesellschaften begründet, Der kommende Tag und Futurum. Anthroposophie also eine Möglichkeit, das ökonomische Leben neu zu gestalten, im sozialen Prozess, im betrieblichen und vielleicht schon gar so, dass aus diesen Unternehmungen Geld geboren wird, was dem freien Geistesleben zugutekommt. Das war eine große Hoffnung und eine große Initiative. Und es war das Jahr des ersten Ärztekurses. Nach vielen vorausgehenden naturwissenschaftlichen Kursen, die Rudolf Steiner gehalten hat, und damit begann die anthroposophische Medizin. Darüber haben wir ja alle, glaube ich, letztes und dieses Jahr manchmal nachgedacht. Es war aber auch das Jahr 1920, wo er sich massiv auseinandersetzte. Einerseits mit einem Protagonisten des Untergangs, Oswald Spengler. Das war der erste Vortrag in dieser Reihe, Rudolf Steiners Auseinandersetzung mit Oswald Spengler. Sein kleines blaues Büchlein. Ich finde es sehr interessant, wie er Spengler versuchte zu widerlegen. Man könnte es ganz einfach sagen, durch den spirituellen Willen. Rudolf Steiners Kernaussage war, er hat Recht mit seiner Prophetie, mit seiner Voraussage, sofern nicht die Menschen dafür sorgen, dass es anders kommt. Das heißt, es müssen neue und andere Impulse in die Zivilisationsgebiete hineinkommen. Und dieses Thema des spirituellen Willens ist ein großes Thema in dem Spengler-Buch, eigentlich schon ein Thema von Friedrich Schiller und ein gesamtes Lebensthema von Rudolf Steiner. Und die zweite große Auseinandersetzung war hier am Ort. Darüber sprach ich auch in einem Vortrag.
Ich nenne das die Diffamierung der Anthroposophie. Und das war so massiv 1920, wie wir es uns vielleicht gar nicht vorstellen können. Vielleicht bekam man vor einem halben Jahr eine Ahnung davon, wie es ist, wenn Anthroposophie so in den Zeitungen kommt, wie es wieder anfing in dieser Krisenzeit, die wir letztes Jahr durchlebt haben. Im Moment ist es etwas stiller diesbezüglich, aber das ist nicht vorüber. In dem Maße, wie Anthroposophie in die Öffentlichkeit trat, mit neuen Modellen, Vorschlägen, aber nicht nur mit Ideen, sondern mit Taten, mit Gestaltungen und auch mit diesem Bau, der natürlich ein sichtbares Zeichen war für etwas anderes, wofür man einstand, Repräsentant war. In diesem Maße regte sich erheblichster Widerstand. Und auch darüber sprach ich letztes Jahr, wie Rudolf Steiner damit umging. Auch welche kostbaren Vorträge wir dieser Not verdanken, nochmal die wahre Gestalt der Anthroposophie in die Öffentlichkeit zu stellen. Da sind großartige Beiträge von ihm entstanden. Und auch dieser Pfingstkurs über Thomas von Aquin, der ja hier in diesem Raum gehalten wurde und ich finde, vielleicht auch wieder eine Pfingstlektüre sein kann, wie er da zu zeigen versuchte, dass was damals thomistische Geisteswissenschaft war, in einer Metamorphose selbstverständlich, wie es der geschichtliche Prozess erfordert, in der Gegenwart so etwas sein werden kann wie anthroposophische Geisteswissenschaft. Etwas, das ungeheuerlich klingt für sozusagen orthodox, katholische und sonstige Ohren. Für Rudolf Steiner war das Bewusstseinsgeschichte. Er hat ja nichts für sich reklamiert und für sein Anliegen, aber er hat eine wunderbare Darstellung gegeben in diesen Pfingstvorträgen über diesen Weg. Ich habe versucht, diese Beiträge des letzten Jahres aufzuschreiben. Die sind gerade gestern aus der Druckerei gekommen. Wer sich dafür interessiert, das kleine blaue Buch heißt Die Eröffnung des Goetheanums und die Diffamierung der Anthroposophie. Aber es ist nicht nur Diffamierung, es ist auch zugleich Anlass für Rudolf Steiner, sagte ich gerade, dem etwas entgegenzusetzen. Positiv. Nicht nur durch die Zivilisationsbetätigungen, sondern auch so etwas wie dieser scholastische Kurs. Großartig. Nun kann man sich ja fragen, wie ging es denn weiter 1921? Und dazu wäre eben sehr, sehr viel zu sagen. Ich habe nur ein paar Kernaspekte herausgegriffen, jetzt vor der Sommerpause. Und so wird es heute diesen ersten Vortrag geben über ein Großthema des ganzen ersten Halbjahres, nämlich der Materialismus, wie er entstanden ist, wo er hinmündet. Und werde dann am Freitag diese Woche eine Art Gegenakzent setzen, mantrischer Art, wie überlebt man als Seele in bedrängten Zeiten, Heilmeditationen, Hilfsmeditationen oder überhaupt Meditationen Rudolf Steiners. Und werde dann im Juni einen Schritt weitergehen, der erste Theologenkurs, den Rudolf Steiner nicht hier, aber in Stuttgart hielt, 100 Jahre alt. Jetzt kann man sagen, das geht uns ja nichts an, die wenigsten von uns sind Theologen oder Priester der Christengemeinschaft, aber es war ein großer Aufbruch, nicht? Denn es ist die Frage, wie gehen wir mit dem Kultus überhaupt um, in diesem Fall mit dem christlichen Kultus. Was kann aus moderner Geisteswissenschaft vielleicht für eine Wiederbelebung, Neubelebung, Neugestaltung des kultischen, sakramentalen Wirkens erfolgen? Das geht, meine ich, alle Menschen an. Gerade wenn man den Begriff des Sakramentum etwas weiterfasst. Das als kleinen Überblick für das, was die nächsten Monate von mir jetzt als Person versucht wird, hereinzutragen. Im Juli ist noch ein Vortrag, aber ein sehr besonderer ist der 50. Todestag von Jacques Lucerand, der Anthroposoph war und das beschäftigt viele von uns, sein Weg und vor allem mich, sein Weg durch Buchenwald. Über den möchte ich an seinem Todestag sprechen. Nun, heute Abend dieses Thema der Materialismus. Und man kann ja sagen, er ist einerseits in gewisser Weise in der vulgären Form des 19. Jahrhunderts längst überwunden. Kraft und Stoff, Büchner und viele andere Grundlagen materialistischer Werke gelten ja überholt. Man ist ja viel weiter, könnte man sagen, in der theoretischen Diskussion als damals, womit sich Rudolf Steiner auseinandersetzen musste. Aber ansonsten hat man schon den Eindruck, auch wenn man die letzten Monate bedenkt oder gar das ganze Jahr, auch dieses Lockdown-Jahr und die Frage nach den Ursachen und die Frage, wie läuft öffentliche Diskussion,
was sind eigentlich Werte und Wirkfaktoren, über die man spricht, was sind Qualitäten, die bedacht werden, wenn man so eine Gesundheitskrise, Sozialkrise, Ökologiekrise bedenkt. Es ist doch erstaunlich, oft auf welcher Oberfläche zumindest etwas sich abspielt. Und Rudolf Steiner geht mit dem Materialismus in die Auseinandersetzung. Und das hat mich irgendwie auch erstaunt, weil man denkt, jetzt ist der Bau da, die neue Heimstätte der Erkenntnis oder der Mysterien. Und jetzt könnt ihr doch sozusagen über die Hierarchien sprechen oder über das Positiv Neue. Wieso blickt er noch einmal so dahin? Ja, und er sagt ja schon gar, die anthroposophische Gesellschaft müsse üben, dorthin zu blicken. Wörtlich sagt er einmal in einem dieser Vorträge vor den Mitgliedern der Gesellschaft, man kann nur mitarbeiten an der Erkraftung dieser anthroposophischen Bewegung, wenn man sich ein freies und offenes Auge anerzieht für dasjenige, was die Niedergangserscheinungen in unserem Kulturleben im Großen sind. Für Anthroposophen geht es nicht an, sich nicht zu kümmern um diese Niedergangserscheinungen im Großen. Es geht nicht an für sie, sich nicht hinwenden zu dem, was die heutige Zivilisation durchdringt, mit einer Kraft in den Abgrund hineindrängt, hineintreibt. Das war ja nicht das beliebteste Studienthema der Mitglieder der anthroposophischen Gesellschaft, ist auch nicht unser beliebtestes Thema, der Abgrund und die Kräfte, die hineindrängen. Wir wollen doch eigentlich für das Gegenteil einstehen. Aber Rudolf Steiner sagt, das eine geht nicht ohne das andere. Und er möchte, dass Zeitgenossenschaft entsteht, dass die Menschen verstehen, wie brisant die Lage ist. Und er ist auch enttäuscht immer wieder, das musste ich manchmal ansprechen, dass so wenig entsteht, auch aus den Zweigen heraus, aus der Gesellschaft, als soziales Engagement. Es gab damals ja eine Wochenzeitschrift für soziale Dreigliederung. Aber er sagt, seit 8 Monaten kein Neuabonnent mehr. Und die wenigsten Mitglieder der anthroposophischen Gesellschaft haben diese Zeitschrift gelesen, obwohl Rudolf Steiner die Leitartikel schrieb und auf den Litfaßsäulen von Stuttgart das Inhaltsverzeichnis plakatiert war. Er nennt das den Mangel an Initiative. Und viele Anthroposophen hatten damals auch nicht verstanden, Aktiengesellschaften. Warum geht er so hinein ins Tagesgeschäft, in die Ökonomie? Aber er sagt, wir müssen nun so viel Anthroposophie in uns haben, dass wir an die Werke gehen können, sonst kommen wir zu spät. Hochinteressant, nicht zu sagen, wir können natürlich noch lang Anthroposophie studieren, den Eindruck haben wir ja auch, wir kennen ja nur einen Bruchteil dessen, aber wir müssen nun zur Tat schreiten, denn sonst ist es zu spät. Aber um dieses zur Tat schreiten zu können, muss man das Kräftekomplex kennen. Man muss die Welt kennen, in der man sich bewegt und damit auch die Kräfte in den Abgrund drängen. Immer wieder der Appell in den Mitgliedervorträgen, mit wachem Seelenauge verfolgen, mit offenem, freien Urteil, mit wirklichem Wahrheitssinn, was sich so vollzieht. Wir leben einmal in einer Zeit, in der vielen Menschen das aufgehen muss, was zu geschehen hat. Denn nicht aufsteigen wollen bedeutet in der heutigen Zeit niedergehen wollen. Geistentblößte Naturwissenschaft nennt er das, womit er sich auch auseinanderzusetzen hat. Was würde er sagen zu einer nur Virologie oder zu einer nur Transmitterneurologie? Das sind ja alles sozusagen Beiträge zu einem neuen Menschenbild, aber geistentblößt. Was würde er sagen zu einer nur solchen Medizin? Diese nur physisch begriffene Welt. Er nannte es den furchtbaren Hang zur Oberflächlichkeit. Was würde er sagen zu einer bis heute brisant modernen Diskussion, ist der Mensch freiheitsfähig? Denn so viele Neurobiologen sagen, ja, das ist eine dieser Konstruktionen, Freiheit. Letztlich vollzieht sich das, was erbgenetisch und in diesem ganzen Apparat veranlagt ist. Und dann gibt es noch gewisse Reize von außen, aber wir spulen das Programm ab, mit dem wir, mit diesem zentralen Nervensystem als Computer gedacht, angetreten sind. Thomas Fuchs in diesem ausgezeichneten Buch Die Verteidigung des Menschen, einmal mehr ein großer Beitrag aus Heidelberg,
diese Neurobiologie so nicht stehen zu lassen. Aber wie aktuell ist das, wenn man bei Rudolf Steiner vor 100 Jahren liest, der Mensch ist aus dieser Sicht das Produkt desjenigen, was in ihm physisch, physiologisch vorgeht. Und von irgendetwas zu sprechen, was in des Menschen eigene Entscheidung gelegt ist, gilt als Unsinn. Darauf braucht man keine Rücksicht zu nehmen. Also so eine Situation damals und in gewisser Weise auch heute. Und auch Virtualisierung, Digitalisierung, also da ist vieles von ihm vorgedacht. Ich glaube, er wäre alles andere als überrascht von der Geschwindigkeit der Technologie und auch der Intelligenz, die darin wirkt. Und ja, das ist es ja, was Ahriman mit der Erde anstrebt, sagte er in diesen Vorträgen, über die ich heute Abend spreche. Die Erde ganz und gar zum Ausdruck dieser Intellektualität zu machen, sie ganz zu intellektualisieren und so weiter. Also darüber hatte ich ja auch ein bisschen gesprochen letztes Jahr, über Rudolf Steiners Hindeuten auf das, was da alles kommt und was wir sehen lernen müssen, was natürlich alle Gelegenheiten nützt zu kommen und wie man damit zu leben hat. Es hat mich auch betroffen gestimmt, muss ich sagen, wo ich das gelesen habe, dass er in Den Haag am 27. Februar 1921, also sein 60. Geburtstag, in einem wunderbaren Vortrag an einer Stelle, die Waldorfschulen, einen spirituellen Protest gegen den modernen Materialismus nennt. Ganz schlicht. Ein spiritueller Protest gegen den modernen Materialismus. Die Waldorfschulen waren ja tief eingeschrieben, möchte ich sagen, in Rudolf Steiners Lebensaufgabe. Das war nicht eine Gründung neben vielen anderen, meine ich, sondern das gehörte sehr, sehr, sehr zu dem, wofür er angetreten ist. Und auch eben das Werden dieser Schulen, die Zukunft dieser freien Schulen, das durchglänzt diesen Vortrag, in dem er übrigens so eine kleine Ehrung am Anfang, er will überhaupt nichts davon wissen. Er sagt, die Zeit sei viel zu ernst, um solche persönlichen Gesten, so ein bisschen Geburtstagsfirlefanz. Er ist fast schroff. Er sagt nicht Firlefanz, aber man merkt es, er will das gar nicht. Er will auch nicht geehrt werden. Er möchte, dass man jetzt sich ein Instrument erwirbt, um das Richtige zu tun als anthroposophische Gesellschaft gegen die wörtlich Netze der Unwahrhaftigkeit. Netze der Unwahrhaftigkeit. Er ist eben ja auch umgeben einerseits von Falschdarstellungen, was die Anthroposophie betrifft, was ich Diffamierung nannte, aber eben auch sonst von Paradigmen einer Wissenschaft, die sich als es ist so gebären und nicht deutlich machen, dass sie eine Ansicht sind, dass sie eine Weise sind, Wirklichkeit zu beschreiben, dass es so etwas gibt wie Pluralismus und Perspektivenvielfalt, sondern diese Festschreibung, diese Dogmatik, die er ja in der Wissenschaft seiner Zeit ungeheuer verankert fand. Und das Zerstörungswerk. Ich möchte Sie damit heute Abend nicht allzu sehr bedrängen, aber es ist immer wieder eindrücklich, wie er in diesen Vorträgen dann auch die Wirkungen schildert. Wie Ahriman daran arbeitet, dass die Pflanzen- und Tierwelt verschwinde. Wenn wir denken, dass wir bei so einem Artensterben von 200 Arten pro Tag angelangt sind, oder so ein Begriff wie Ahriman bereite eine Erde vor als neuer Saturn aus Maschinen. Eine Welt aus lauter Maschinen, kein Ort für Menschen. Und wenn man jetzt zurück 100 Jahre und die Landschaften sieht und wie schnell es jetzt geht und immer schneller geht. Aber Rudolf Steiner war eben niemand, der sagte, ja, und so wird es eben enden. Sondern für ihn war es wörtlich eine kosmische Entscheidungsstunde. Das fällt auch in einem dieser Vorträge. Es gibt Entscheidungsmöglichkeiten für die Menschheit. Auch wenn ihm klar ist, erstmal wird es sehr, sehr schwierig bleiben. Da kommt diese interessante Formulierung, dass er da sagt, am 2. Juni, also wir sind nah dran, hier in diesem Saal vor 100 Jahren, das erste Drittel des 20. Jahrhunderts bis 33 würde von einem furchtbaren, ungeheuerlichen Leben ausgezeichnet sein. Das erste Drittel. Aus unserer heutigen Sicht begann es dann erst ganz ungeheuerlich zu werden. Aber irgendwie war das genau die Frage, was passiert eigentlich in den 30er Jahren?
Es ist das Allerschlimmste eingetreten, vor dem man auch gewarnt hatte. Es waren auch andere Kräfte da. Aber die haben sich zurückgezogen. Er sagt dann auch in diesen Vorträgen wörtlich, Weltuntergangsstimmung werde sich immer mehr und mehr ausbreiten. Verstehen Sie, es war 1921, die Menschen waren Gott froh, dass der Krieg 3 Jahre vorbei war. Eigentlich war es durchaus eine Jahresstimmung, die nicht Weltuntergangsstimmung war. Aber er spricht über die nächsten 10, 5, 10, 20 Jahre. Und er möchte ja, dass die Initiativen da hineinwirken. Aber er macht die Menschen darauf aufmerksam, wie schwierig es werden wird. Aber dann kommen Möglichkeiten. Und eigentlich hält er die ganzen Vorträge nicht aus analytischen Gründen, warum ist es so weit gekommen, obwohl ich gleich genau zu diesem Herkommen komme, sondern um ein Bewusstsein zu wecken, wir sind in einer ziemlich entscheidenden Phase nun. Wörtlich sagt er in einem dieser ersten Vorträge des Jahres 1921, im Laufe der Menschheitsentwicklung, es war in Stuttgart, Landhausstraße, müssen Momente auftreten, welche zunächst die Menschheit in einer gewissen Weise herunterziehen, welche die Menschheit unter ein gewisses Niveau herunterbringen, damit sie sich dann durch sich selbst wieder heraufheben kann. Und es würde für die Menschheit gar keine Hilfe sein, wenn sie durch einen göttlichen Ratschluss oder dergleichen davor bewahrt werden könne, nicht die Niederungen des Daseins durchmachen zu müssen. Es ist für die Menschheit, damit sie zum vollen Gebrauch ihrer Freiheitskräfte komme, durchaus notwendig, auch in die Niederungen sowohl der Weltauffassung wie des Lebens herunterzusteigen. Aber die Niederung war schon fast erreicht 1921. Nun blickt Rudolf Steiner zurück. Und das erst einmal Bestechende an diesen Vorträgen, ich hätte sie gerne gehört, nicht in diesem Bau, der ja doch auch ein Bau der Menschheitsentwicklung war. Wenn man denkt, was ist dort alles plastiziert, gemalt, dargestellt worden, es ging ja ganz stark um Entwicklungsgeschichte der Menschheit auf Erden. Bewusstseinsgeschichte. Und er spricht genau darüber. Erst einmal über den Kronos, dann auch über den Kairos, über die Umschlagspunkte, über das, wo es offen wird. Und die Hauptentwicklung, die er verfolgt, ist die der Verstandes- und Gemütsseele. Das heißt, jene Epoche vom 8. vorchristlichen Jahrhundert bis zum 15. nachchristlichen Jahrhundert, Anbruch der Bewusstseinsseele. Und was das besonders Interessante ist, das ist die Mitte dieser Epoche. Das ist das 4. nachchristliche Jahrhundert. Dieses Motiv schlägt Rudolf Steiner überraschend an und er, ich möchte sagen, vertont es bis weit über 1923 hinaus, das 4. Jahrhundert. Ich habe lange über das 4. Jahrhundert sehr, sehr wenig gewusst in meinem Leben, außer von Rudolf Steiner, und bin niemand, der die ersten christlichen Jahrhunderte kennt. Und dann habe ich mich aus gewissen Gründen einmal sehr beschäftigen müssen mit dem Epiphaniasfest und hat mich sehr beeindruckt sozusagen, was man heute noch finden kann an Epiphaniefeiern im 1. Jahrhundert und wie im 4. Jahrhundert alles umschlägt. Und das Weihnachtsfest eingeführt wird auf Kosten der Epiphanie. Oder sagen wir eine total verdünnte Epiphanie. Der ganze Schwerpunkt war auf die Geburt des Jesuskindes. Und das, was 3 Jahrhunderte lang als Jordan geschehen, sozusagen als Logos, der die ersten Stufen der Inkarnation vollzieht, bedacht wurde, wurde an den Rand geschoben. Das lässt sich heute noch dokumentarisch zeigen, wie in dieser römisch-katholischen Kirche diese Epiphanie weggeschoben wird und das Jesuskind kommt. Und da bin ich selber persönlich erst aufgewacht für dieses 4. Jahrhundert, habe es dann ein bisschen mehr studiert, aber so viel Zeit hat man dann doch nicht. In diesen Vorträgen ist das eines der ganz großen Themen. Und deutlich wird, dieses 20. Jahrhundert muss die Gegenbewegung zum 4. Jahrhundert in gewisser Weise vollziehen. Was schildert Rudolf Steiner? Ich fasse grob zusammen und ich verstehe den ganzen Abend so als eine Anregung, diese beiden Bände hier zu lesen. Also das ist, ich mache keine Auslegung, ich versuche ein paar Motive herauszuholen, auf das man dann vielleicht doch selber sich auf den Weg macht. Er sagt beispielsweise, wenn Sie das geschichtlich studieren oder gar geistig studieren, im 4. Jahrhundert endet eine bedeutende
ungefähr 8 Jahrhundert lang währende Bewegung, die man Logos-Strömung nennen kann. Das Ringen um das Verständnis des Logos. Sie blühte Zeit. In der Mitte dieser 8 Jahrhunderte ist das die Zeitenwende. Er spricht wunderbar darüber, denn über das Wesen des Logos, der Sprache, das weltschöpferische Prinzip. Er spricht nicht viel über Plotin, aber es geht in den Neuplatonismus. Es ist diese ganze Epoche, eben diese 8 Jahrhunderte, diese Zeitenwende umspannen, wo er so zumindest skizziert, wie damals über Logos gesprochen, gedacht, gesonnen, meditiert wurde. Und dann war Schluss, mehr oder weniger. Es war eine Zäsur, ein Einschnitt. Man fragt, wer schneidet eigentlich? Wer bringt das zum Ende? Ein Einschnitt auch, in, er sagt, in das, was früher alte ätherische Astronomie war, bis hin zur Medizin reichen, nicht? Die hippokratische Medizin, ein letzter Aus, eine Verwirklichungsmöglichkeit einer ganz anderen Leibes, Sternenkunde, Meteorologie, Astronomie, ätherisch. Darüber spricht Bruder Steiner wunderbar an dieser Stelle. Es endet. Es endet auch im 4. Jahrhundert die Bemühungen, kultische Formen, die eher aus dem Orientalischen kommen, wie der Mithras-Kultus, zu durchchristen. Das klingt ja erstmal abenteuerlich, aber er sagt, es wurde daran gearbeitet, diese alten Mysterien, Gestaltungen auch auf kultischer Ebene durch das Christusereignis weiterzuentwickeln. Damit hat sich ein Friedrich Hölderlin auf seine Art beschäftigt wie eine Simone Weil. Aber es ging nicht. Der Katholizismus oder das, was sich entwickelt als Kirchenkrieg im 4. Jahrhundert, möchte nichts damit zu tun haben. Und es endet. Es endet auch im 4. Jahrhundert das, was eigentlich griechische Philosophie war, sagt Rudolf Steiner. So lange hat sie noch gewirkt. Er sagt, Rom war viel griechischer, als sie denken. Rom wurde erst römisch ab dem 4. Jahrhundert, als der Zenit der Macht schon lange überschritten war. Es war so griechisch durchdrungen. Die griechischen Philosophen, wie sie noch mit einem ganz anderen, warmen, sagt er, Ideenleben eigentlich versuchten, das Christusereignis zu denken, sich damit beschäftigten, auf ihre Art, mit diesem fast noch inspirierten Denken. Ein letzter glanzvoller Rest, sagt er, des spirituellen Orients. Was in Plato eigentlich aufglänzt, ist der letzte Rest von dem, was eigentlich die Mysterien von Asia waren. Letzte gerettete Reste einer alten Anschauung. Es ist auch interessant, wie er das in die Entstehung der Gnosis in dieser Beschreibung so darstellt, als ob das in diesem Ringen des asiatisch inspirierten Griechentums mit dem Christusereignis, in diesem, wie denkt man Übersinnliches und Sinnliches zusammen, das ist gewissermaßen ein Geburtselement der Gnosis, die er später dann ausgerottet, verteufelt. Und er sagt, wenn es schief geht, bleibt von der Anthroposophie das übrig, was von der Gnosis. Zitate in den Gegnerschriften. Das ist das, was wir von der Gnosis mit wenigen Ausnahmen noch kennen, wenn andere über sie schreiben. Aber er wollte ja nicht, dass es schief geht. Wir wollen ja auch nicht, dass es schief geht. Und interessant auch vielleicht noch dieses, dass er sagt, im 4. Jahrhundert, wenn man es genau studiert, beginnt die schlichte Erzählung des Jesus von Nazareth. Nicht mit dem Geburtsereignis, aber nicht nur das, sondern das Ganze, die ganze, wie er nennt das, echt schlichte Erzählung des guten Menschen von Palästina, das setzt da ein. Und alle seine Schritte und Lehren werden dann dogmatisiert, in römische Staatsbegriffe gepresst, institutionalisiert, ein romanisches Herrschaftschristentum. Und das Bild des Gekreuzigten wird präsentiert. Er sagt, es ist neu im 4. Jahrhundert. Bis dahin war es Invictus Sol, war es Auferstehungssonne. Und dann kommt der Leidensmann, der Schmerzensmann. Das wird das Bildsymbol. Und er nennt das Keime einer materialistisch-christlichen Empfindung. Das Kruzifix ist der Ausdruck für den Übergang zum christlichen Materialismus. Aber eben nicht nur des Christentums, sondern durch das Christentum der ganzen Weltkultur. Also das war nicht selbstverständlich. Und ein Kaspar Hauser hat sich darüber mächtig erschrocken, wo er zum ersten Mal diese gekreuzigten Darstellungen gesehen hat in Nürnberg. Hängt ihn ab, schrie er ja immer. Was wird ihm angetan?
Ja, wir sind damit groß geworden. Wenn man katholisch groß geworden ist, ist man sehr damit groß geworden. Aber das ist sozusagen 4. Jahrhundert. Und ich deute das beim Griechentum schon an, alles, was Orient ist, wird abgeschnitten, wird zurückgeschoben. Alles dasjenige, was vom Osten ausgehend die europäische Zivilisation ergreifen sollte, wurde sozusagen in den Orient zurückgeschoben. Das schwindet alles nach Asien zurück, was ein tiefes Erfassen des Christentums auch gebracht hätte, was einen Kultus hätte bringen können, welche den Christus als den Triumphierenden hätte ansehen können. Ich denke, alle, die heute Abend in dieser kleinen Gemeinschaft versammelt sind, aber ich bin wirklich unendlich froh, dass Sie gekommen sind und nicht nur ein Aufnahmegerät hier liegt, wobei auch schön. Alle, die gekommen sind, kennen Rudolf Steiners Darstellung von der Weihnachtstagung, von den Abendvorträgen, wie er über Ephesus spricht, über den Brand der Mysterienstätte von Ephesus, als die Zerstörung eines Ortes, der gerade die Aufgabe gehabt hätte, die Transformation der alten asiatischen spirituellen Kultur in ein Europa zu ermöglichen. Wie er gewissermaßen dieses Organ wird zerschlagen. Eine gravierende, pathetische, aber im guten Sinne Schilderung von Rudolf Steiner. Aber hier schon 1921 klingt das Motiv an. Und dann auf der Weihnachtstagung klingt das sehr zusammen mit dem Motiv der Zerstörung des Baues, nicht? Wenn Orte zerstört werden, die eigentlich für die Bewusstseinsentwicklung eine Katalysatoraufgabe gehabt hätten, aber auch für den Weltfrieden. Denn der hängt ja nicht wenig mit dieser Frage zusammen, wie denn die verschiedenen geistigen Kräfte, Strömungen in einem kosmopolitischen Sinne zusammenarbeiten können. Ja, das ist folgenreich. Jetzt sieht das alles so negativ aus, ist es ja auch, nicht? Wenn man jetzt Origenes liebt und die ihm vorausgegangen sind und man einen tiefen Bezug zu Plato hat und zu Aristoteles und zu vielen und Porphyrius und bis zu Plotin, dann bedauert man das ja ungeheuerlich. Oder wenn man eine Ahnung hat, was ein Sonnenchristentum ist und auch eine Darstellung, dann guckt man nicht so gerne irgendwie nur den Gekreuzigten an. Also wenn man auch all das sehr bedauern muss, es war notwendig, sagt Rudolf, es war eindeutig notwendig. Und es diente, und das ist ja ein überraschender Satz, der Befestigung des Ich. Also dieses, was da eigentlich einsetzt, ist einerseits ein Keim des späteren Materialismus mit Verlust lebendiger Geistigkeit und vielem, was ich genannt habe. Und zugleich kommt ein Persönlichkeitsbewusstsein auf, auch ein christliches Persönlichkeitsbewusstsein. Sie spüren das noch etwas im Romanum. Also in jener Credo-Fassung, die Ur-Credo-Fassung. Sie kennen sicher das Credo, mit dem Sie vielleicht groß geworden sind, wo in welcher protestantisch-evangelisch-katholischen Kirche, manche auch in der Christengemeinschaft. Aber dieses Credo der Christengemeinschaft hat Rudolf Steiner ja wieder neu erschaffen. Aus dem, was in 2000 Jahren an Deformation geschah. Eine der größten Sprach- und Leistungen, Schöpferleistungen Rudolf Steiners für mich im Bereich seines kultischen Wortwirkens, diese Neugeburt des Credo. Wenn man das Romanum gut kennt, Credo in Unum Deum, und das in sich trägt, dann merkt man, das ist aber eine große Form gewesen, dieses Romanum aus dieser ersten Zeit. Es ist wirklich wie ein Inkarnationsprozess. Und Rudolf Steiner sagt ja auch, es war durchaus gut. Die Gnosis musste auch abgewehrt werden. Die hat die Menschen zu sehr ins Licht gezogen. Man musste, auch die Evangelien hat er einmal beschrieben, als ein Studienwerk zur Abwehr der Gnosis. Also die Besinnung auf den festen Buchstaben als Inkarnationsprozess gewissermaßen. Die Besinnung auf die 3 Jahre. Das ist also alles nicht nur negativ zu sehen, sondern es hat was mit der Inkarnation des Menschengeistes zu tun, der ja aus dieser kosmischen Empfindung Seele eine immer mehr irdische Verstandesseele werden musste. Und dennoch war es ein Riesentat, dieses 4. Jahrhundert. Man fragt sich ein wenig, und wer wirkte da eigentlich? Und soweit ich es bisher sehe, hat Rudolf Steiner darüber nicht allzu viel gesprochen.
Er hat einmal in einem dieser Vorträge beschrieben, die menschlichen Gedanken, die bis dahin von den Exousiae berührt waren oder eigentlich im Reiche der Exousiae, die Exousiae geben das ab an die Archai, das menschliche Gedankenleben. Das heißt in gewisser Weise eine Geistigkeit, die eine andere wird. Aber das wird es nicht allein gewesen sein. Wer wirkt in dieser Zäsur? Was wirkt? Rudolf Steiner beschreibt sie vor allem phänomenologisch an dieser Stelle. Und die weitere Entwicklung bis 1413, also bis zum Ende dieser Epoche, nun ja, das ist der Weg, den wir, glaube ich, einigermaßen vor Augen haben. Auch des Kirchenchristentums beispielsweise, sehr anders als das Urchristentum. Und Rudolf Steiner ging es ja in gewisser Weise um eine Wiederbefreiung des Urchristentums. Christengemeinschaft, Bewegung für religiöse Erneuerung ist nicht zu denken aus meiner Sicht ohne Rudolf Steiners tiefe Konzentration auf das Urchristentum. So haben manche dieser jungen Theologiestudenten auch Rudolf Steiner erlebt, wenn er dann so ein Credo, ein neues Credo zum ersten Mal sprach. Die fühlten sich plötzlich in einer sehr anderen Zeit, wo das alles wie taufrisch war. Und dennoch nicht zurück, sondern eher nach vorne. Die Darstellung der nächsten Jahrhunderte bis 1413 ist nicht lang in diesen Vorträgen, muss man sagen. Darum geht es ihm nicht. Er nennt allerdings auch dasjenige, was nicht abzutöten war. Das ist immer im Abendland in Europa, und er konzentriert sich auf Europa, immer trotz all dieser Entwicklung Gegenströmungen gab. Einzelne einsame Menschen, Vereinzelte, die europäischen Weisen des Grals, die noch was vom Geheimnis des Kosmos wussten und von der ätherischen Astronomie. Und das erlebt man ja im Parzival und vor allem bei Chrétien de Troyes auch. Nun hat Rudolf Steiner einmal schon sehr viel früher, es war der 31. August 1909 in München, manche von Ihnen werden den Vortrag gut kennen, nicht? Orient-Okzident, wo er zum ersten Mal beschrieb, dass in diesem vierten Jahrhundert eine Art geistiges Konzil stattfand, wie es denn weitergehen kann mit der Menschheit. Und wie da große Menschheitsführer im Geistigen sich beraten haben. Und was haben sie gemacht? Sie haben die Rosenkreuzerströmung konzipiert, die ja erst so im 13. Jahrhundert und dann vor allem ab dem beginnenden 15. ihre aber konzipiert wurde sie im 4. Jahrhundert als eine Gegenbewegung. Jetzt aber nicht, um Kampf zu führen, sondern dass dieser Strom nicht untergeht. Und dazu gehört auch das vorbereitende Gralschristentum. Und da gehört natürlich auch das dazu im weitesten Sinne, worum es uns geht in dieser heutigen und in der kommenden Zeit. Also dieses inmitten dieser Zeit, dieses Konzil, über das er nicht viel sagte, sondern wer beteiligt war und etwas, was sie gesprochen haben. Das 15. Jahrhundert macht Rudolf Steiner auch relativ kurz in diesen Vorträgen. Ja, der Beginn der Bewusstseinsseele. Und das heißt an dieser Stelle für ihn, was heißt das? Menschenkundlich. Menschenkundlich heißt das, dass das Denken, das bis dahin immer noch von dem ätherischen Leib zumindest mitgetragen war, ganz an den physischen Leib übergeht. Er ist ab dann mehr und mehr der Träger des Gedenkens, des Denkens. Und deswegen wird das Denken auch ab dann so unlebendig, zunehmend. Bis dahin war es erfrischend gewesen, haben wir ja auch manchmal die Gnade, dass wir dann plötzlich erfrischt sind von einem Gespräch oder auch von dem alleinigen Gespräch mit einem Text, einem Autor oder einer Meditation, wo man dann plötzlich wieder ahnt, was das heißt, im Ätherischen denkend zu leben. Aber ab dem 15. Jahrhundert geht es hinunter in die Materie. Und eben wichtig für das Verständnis, es geht nicht nur darum, dass die Menschen über die Materie mehr und mehr nachdachten, sondern sie dachten gewissermaßen auch materieller. Und da entstand, sagt er, diese physisch tote Astronomie und diese physisch tote Pathologie, die ganze medizinische Abschattung. Der erste Ärztekurs war nicht lange her, ein Jahr zurück, wo Rudolf Steiner Umschlagspunkte der Medizinentwicklung beschrieben hat. Denn das, was im 15. Jahrhundert jetzt einsetzte, mit diesem Übergang an die Physis, das kulminierte
um 1840. Das hat er den Ärzten hier im Saal sehr, sehr genau beschrieben, auch an einzelnen Medizinwerken. In diesen Vorträgen hier eine eindrückliche Schilderung, wo er sagte, 1840, das heißt eigentlich Mitte des 19. Jahrhunderts, Kulmination der physischen Gehirnbildung. Das kann er ja bewundernd erzählen, so ein Rudolf Steiner, nicht? Wo er sagt, im Grunde, die Endgestalt hat das Gehirn erst 1840-50 gefunden, Höhepunkt der physischen Ausgestaltung, Strukturvollendung des physischen Leibes, physisches Denken. Und das heißt aber auch, diese Nervensinnesprozesse, die da zu einer gewissen Kulmination kommen, die werden total bestimmend. Er beschreibt richtiggehend, wie ab dann die Nervensinnessystem auch die Kräfte den Leib durchwirken, wie der Mensch ein anderer wird durch diesen Übergang in der Weltgeschichte. Und wie das Geistige immer mehr Abstraktion wird, verdünnter Geist. Und eigentlich wird der Mensch geistig-seelisch immer leerer. Und in dieses Vakuum kommt die Materie hinein. Er beschäftigt sich immer mehr mit der materiellen Welt. Im Grunde als Ausdruck einer gewissen Leere, die entstanden ist, das Denken wird so dünn, es wird alles wie zurückgenommen. Später, 1924, schreibt Rudolf Steiner, es war das Gleiten eine andere Weltgeschichte. Und in der sind wir ja deutlich darin. Und er sagt, ab dann kam Ahriman wirklich. Nicht, er kommt langsam ab 1413 und im 19. Jahrhundert wurde er mächtig. Das Gleiten eine andere ahrimanische Weltgeschichte. Und ab dann, sagt er, wenn man ehrlich wäre, als Kirchenmann hätte man aufhören müssen, denn nicht mal die schlichte Erzählung des guten Mannes von Nazareth taugte mehr. Der Kultus wurde noch irgendwie vollzogen, aber man hätte es auch lassen können. Man hat ja auch letztes Jahr erlebt, man kann es lassen. Also das kann einfach dann gelassen werden. Also aus Hygieneschutzgründen lässt man es einfach. Also man hat ja keinen Aufschrei erlebt und ich meine jetzt nicht Aufschrei im Sinne nur, ach Gott, wir wollen in die Kirche, sondern Aufschrei auch, was passiert eigentlich mit einem Erdenwesen, wenn der Kultus gewissermaßen, also wenn man da tausende von Jahren zurückginge, glaube ich, dass so etwas, dass Menschen Angst bekommen hätten. Nicht? Angst, wenn diese Vollzüge nicht, die vielleicht das Leben tragen oder auch ordnen, wenn die einfach außer Kraft gesetzt werden, dass man dann bis ins Gesundheitliche hinein ja toxisch wirkt. Das war ja überhaupt kein Gesichtspunkt in der Diskussion, nicht? Und da merkt man, im Grunde ist es ein Bedürfnis von gewissen immer noch religiös gesinnten Menschen, aber die anderen blicken doch auf etwas ganz anderes. Und er sagt, eigentlich ist der Kultus gegenstandslos geworden. Eine Handlung, sagt er, von höchster kosmischer Bedeutung. Wird überhaupt nicht mehr als solche gesehen. Dramatisch auch Rudolf Steiners Schilderung, wenn Sie mal nachlesen, wie er sagt, und ab dann so, ab Mitte des 19. Jahrhunderts, was die Menschen so durch diese neue Art Sinneswelt zu erleben und diese ausgedünnte Geistigkeit, sie bringen nichts in die Nacht hinein. Es ist interessant, wie er sagt, eigentlich nachts, also sie bringen nichts mehr mit, immer weniger. Es wird so kümmerlich, dieses Leben von Schlafen bis Aufwachen. Und sie erleben auch nicht mehr durch den Leib die Geistigkeit des Kosmos. Das ist gar nicht mehr so. Der Mensch ist Gehirn geworden. Eindrückliche Schilderung. Ich möchte Sie da nicht aufhalten, aber es ist eine enorme Phänomenologie. Also es sind auch menschenkundliche Vorträge. Und es ist eine Prüfung. Eben Rudolf Steiner hat das ja nicht jetzt als Eingriff der Widersachermächte bedeutet, sondern da musste die Menschheit, so weit musste sie gehen. Und dann hätte eigentlich der Umschlagspunkt kommen sollen. Und da beginnt die Katastrophe, sagte er. Sie beginnt eigentlich 1860-70. Denn das wären die Jahrzehnte gewesen, wo der spirituelle Aufbruch hätte geschehen müssen. Und der wurde verhindert. Hat er ja wiederholt beschrieben in seinem Lebenswerk, auch in diesen berühmten Vorträgen über mit dieser Phänomenologie der Geschichte, der Schlaf des Bürgertums, der Kulturbegriff, die Entspiritualisierung, ich möchte auch sagen, der Kunst an dieser Stelle. Und es gibt viele andere Faktoren. Und dann ging es weiter. Das heißt, diese eine Entwicklung, die ging einfach weiter. Und für Steiner ging die in den Ersten Weltkrieg hinein. Und die Wissenschaft blieb immer noch so.
Er hat ja immer verfolgt, was ich tat. Er hat ja Einstein gelesen, er hat ja Heisenberg gelesen, er hat ja unschärfe Relation gekannt. Es war ja nicht so, dass Rudolf Steiner immer noch bei Büchners Kraft und Stoff war. Aber dennoch meinte er, bei aller Beweglichkeit, die zum Beispiel in der Physik aufgekommen ist, anfänglich in der Medizin, dass die Hauptrichtung wirkt. Und den Eindruck kann man ja durchaus auch haben, nicht? Es wird heute sicher sehr anders in der Theorie der Medizin über Organismus gesprochen, über Immunsystem, Invalidität. Aber wenn es um die Entscheidungen geht, auch um die Richtungsentscheidungen, dann hat man ja schon oft, oder ich persönlich den Eindruck, es ist doch nicht so plural. Die Theoriediskussion ist das eine. Aber natürlich, es hat ja auch merkantile, industrielle, kapitalistische Großinteressen. Rudolf Steiner sagt, das zieht sich durch. Diese Wissenschaft, die überhaupt immer mehr eine menschenverarmte Wissenschaft wird, dass der Mensch sich selbst vergisst in der Weltauffassung, das führt zur Arimanisierung der Zivilisation. Er sagte, wir brauchen einen Wissenschaftsbegriff neu, der immer den Menschen mitdenkt. Man kann nicht nur über Virologie oder über irgendwas anderes als Spezialdisziplin, Naturerkenntnis sei immer mit Menschenerkenntnis verbunden. Es war für mich letztes Jahr so eindrücklich, wie Thomas Hartmut, ein anthroposophischer Arzt, eigentlich schon Jahre vorher im Tycho de Brahe Jahrbuch, eine Virologie entwickelt, wo der Mensch Teil dessen war. Und wir auch merken, wie sehr wir in diesem ökologischen System darin sind. Aber er sagt, diese moderne Wissenschaftlichkeit, die sozusagen nur den Transmitter anblickt oder was auch immer, das Genom oder was auch immer, die ist eine vom Menschen ausgehöhlt. Der Mensch ist nicht drin und er weiß auch nichts mehr von sich selbst. Den heutigen Menschen interessiert es meistens gar nicht, was er da in der Welt für ein Wesen ist. Die Wissenschaft sagt, und es hat mit ihm nichts mehr zu tun, die äußere Welt ist menschenleer geworden. Und dann hat man diese bizarre Situation, dass der Mensch sich weniger kennt als je zuvor, aber freier ist als je zuvor. Zumindest technologisch freier. Er kann die Erde grandios umgestalten. Elon Musk kann alles realisieren, was er sich ausdenkt. Er hat auch das Geld dazu, nicht nur Tesla-Autos. Er kann unglaublich viel machen. Der Mensch ist so der Freigelassene der Schöpfung. Aber kennt er sich selber eigentlich? Selbsterkenntnis und damit auch findet er zu menschenwürdigen Ideen, schöpfungswürdigen Idealen. Also diese Brisanz, die Rudolf Steiner da wirklich auch dramatisch formuliert, das sind in gewisser Weise leidenschaftliche Vorträge, nicht nur, aber die haben Zuspitzungen, wo man merkt, es hängt eben jetzt einiges davon ab. Und auch seine Erschütterung, nicht diese Schilderung, wie er sagt, es gibt eine neue oberste Erdschicht. Nicht eine richtige geologische Schicht, ein Leichenfeld aus Maschinen, was sich über alles drüberlegen wird, über das Grundlebendige der Welt. Aber wir dürfen uns nicht damit abfinden. Nicht? Und dann kommt dieses Aber. Nicht? Und diese Freie Hochschule für Geistes, dieses Götterahnung, Leben fördern, Leben schaffen, erheitern. Das Wort heiter bei Hölderlin, das ist Äther, nicht? Der Äther, das ist das Heitere, das ist das Leichte, das ist das Durchlichtete. Also wir müssen eigentlich diese Form von durchlichteter Zivilisationsimpulse aus einer Hochschule für das Leben heraus dem entgegenstellen. Jetzt nicht in die wuchtige öffentliche Debatte nur ziehen, muss man auch manchmal tun, sondern eben auch neue Impulse setzen. Und es ist möglich, er sagt, der Ruf ist da. Es ist auch wirklich möglich, heute wieder eine neue ätherische Astronomie und Medizin zu finden. Er hat das ja gezeigt. Das Jahr 1921 hat Rudolf Steiner begonnen in Stuttgart mit 18 Vorträgen über Astronomie. Und im Jahr vorher eben diese große ärztliche Initiative. Ja, so wie uns eine lebendige Astronomie zeigen wird, einen Himmel, einen Kosmos, der wirklich von jener Geistigkeit durchdrungen ist, aus der Christus heruntersteigen kann, so wird uns die verlebendigte Medizin den Menschen wiederum so vorführen, dass wir ihn ergreifen mit unserem Wissen, mit unserem Erkennen, bis in sein Geheimnis des Blutes hinein, bis in diejenige organische innere Sphäre, wo sich die Kräfte des Ätherischen,
des Astralischen, des Ich umwandeln in das physische Blut. In dem Augenblicke, meine lieben Freunde, wo wir das Geheimnis des Blutes ergriffen haben, von einer wirklich medizinischen Erkenntnis und wo wir begriffen haben, die Weltensphäre, die kosmische Sphäre, durch eine durchgeistigte Astronomie werden wir verstehen, wie aus diesen kosmischen Sphären der Christus heruntersteigen konnte, auf die Erde. Und wie er finden konnte auf der Erde den Menschenleib, der mit seinem Blute ihn aufnehmen konnte. Es ist das Geheimnis des Grals, das im Ernste auf diese Weise gesucht werden muss, uns mit dem ganzen Menschen, mit Kopf und Herz, auf diesen Weg nach dem spirituellen Jerusalem zu machen. Das, meine lieben Freunde, ist die Aufgabe der modernen Menschheit. Hingefunden werden muss durch die Arbeit am Inneren der Menschenseele der Weg zum Heiligen Gral. Das ist eine Erkenntnisaufgabe, das ist eine soziale Aufgabe. Es ist möglich, nicht? Die Welt ist nicht zu, die Bretter sind da, Ahriman ist mächtig, aber nicht nur. Und diese Stätte hier, die er schuf für die Welt, wo diese neue Wissenschaft, diese neue Kunst, Sozialkunst auch ihren Ausgangspunkt finden kann. Man merkt, wie diese materialistischen Vorträge über den Materialismus vielmehr, wie sie aber doch dahin münden, an den neuen Umschlagspunkt, zu dem man sich allerdings hindurcharbeiten muss. Und er sagt, so wie diese Gralsucher Sucher waren, so müssen die Anthroposophen Sucher werden, auch Sucher der Anthroposophie. Die Anthroposophie müsse Frager finden. Sie brauche die Freiheit des Menschen, wirklich Frager werden, Anthroposophie verstehen lernen, studieren, nicht verneinen, nicht bejahen. Er sagt, beides müssen sie nicht tun. Sie verstehen lernen. Man braucht sie zunächst einfach nur zu verstehen. Aber versteht man sie, so schafft man ja mit dem, was das Ich sich als Verständnis errungen hat, nun in die Nacht hinein. Da bleibt man nicht mehr stumpf, wie bei dem bloßen intellektiven Verhalten zur Welt. Da lebt man vom Einschlafen bis zum Aufwachen mit einem anderen Inhalt in der fein filtrierten Geistigkeit. Und dann wacht man auf und hat eine allerdings immer nur kleine Möglichkeit des innerlichen Aneignens zugesetzt zu dem, was man sich zuvor bemüht hat, intellektuell zu verstehen. Aber ich möchte sagen, mit jeder Nacht, mit jedem Schlafen setzt sich etwas dazu von einer innerlichen Beziehung. Der Mensch bekommt eine neue innerliche Beziehung. Er trägt dasjenige, was er als Nachklang des Tagverstehens in die außerkörperliche Welt hinausträgt, beim Einschlafen wieder herein. Und dadurch bekommt er eine Beziehung, eine ganz aus dem Realen herausgeholte Beziehung zu der geistigen Welt. Also wenn man das hält gegen die andere Schilderung, die ich nur zusammenfasste, wie er nichts hineinbringt und immer leerer herauskommt in den Tag. Das Studium der Anthroposophie heißt eben auch, diesen Prozess zu vollziehen. Und man bemerkt langsam, aber sicher, Wiederbelebung des Denkens. Imaginativ werden des Denkens. Inspirationen, Intuitionen können aufkommen. Lebendiger Geist wird wieder Möglichkeit. Und damit wird der Mensch ein anderer. Es geht eben nicht nur um lebendiges Denken, es wird ein anderer Mensch. Es ist, er sagt in einem Vortrag dieser Vorträge einmal, das ist Menschwerdung. Menschen werden so, dass der Intellekt durchwärmt werde vom Herzen, das Herz durchzogen werden vom Intellekt. Sie kennen diese Überkreuzung, wir kennen sie gut aus den Leitsätzen, aus dem esoterischen Leben. Hier ist sie eindeutig schon ausgesprochen, nicht dieses, wenn die Herzen beginnen, Gedanken zu haben. Interessant auch, aber ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen, wie er die Humanisierung der Wissenschaft beschreibt. Auch Rudolf Stann ist ja große Liebe zu dem, was Naturwissenschaft ist. Wie er sagt, studieren Sie es, beleben Sie es, durchwärmen Sie es, lassen Sie in sich es weiterentwickeln. Er lehnt das ja alles überhaupt nicht ab, was da gemacht wird, und das kann aber, und ja, es kann mit neuer Begeisterungskraft eigentlich sich selber verwandeln und auch zu etwas Existenziellem werden. Das ist sehr, sehr eindrücklich von ihm beschrieben.
Und so münden dann doch die Vorträge natürlich, ich möchte nicht nur sagen, in den Bau, und dann spricht er im Bau, sondern in dieser Weltenstunde, in der wir vielleicht ja immer noch leben. Hoffen wollen wir es doch wenigstens nach 100 Jahren, dass ein Umbruch möglich ist. Dass man sieht, wohin das führt, auf allen Ebenen des Daseins. Eine solche materialistisches Weltverständnis, Lebenshaltung, Schöpfungszerstörung, aber letztlich auch Selbstzerstörung. Und da kommt er auch noch mal kurz zu den Urchristen zurück und sagt, ja, von denen kann man ja viel lernen. Und die wurden ja damals, die werden ja heute nicht mehr verstanden. Denn die Urchristen der ersten Jahrhunderte, wenn die zum Beispiel so etwas sprachen wie Weltuntergang, da meinten die gar nicht, dass alles zugrunde geht, sondern dass wir lernen müssen, im Geistigen sicher zu werden, dass die Erde uns nicht dauerhaft trägt, die Sinneswelt. Dass wir lernen müssen, als Geist unter Geistern uns zu fühlen. Die Erde, so sagt Steiner, ist im Niedergehen, soweit sie Natur ist. Wir müssen lernen, dieses Geist ist, wirklich zu erfahren und neue Daseinssicherheit zu gewinnen. Es ist in der Tat ein eigentümliches geistiges Schicksal der Menschheit, dass sie in der geistigen Welt lebt und es nicht weiß und auch nicht wissen will. Aber das ist möglich. Und da kommt ein ganz großer Schulungsweg natürlich auf, gerade auch in diesen schwierigen Zeiten, wie man da in der Wahrheit wandelt und im Geistigen sicher und tragfest wird. Und in Goethe Ahnung während des zweiten Hochschulkurses sagt er an einer Stelle, im Hinblick auf die Zukunft und das Goethe Ahnung, vielleicht, meine lieben Freunde, können für eine gewisse Zeit manche Mächte der Finsternis niederdrücken, was angestrebt wird von hier aus. Auf die Dauer werden sie es nicht können. Wenn die Wirklichkeit dem Wollen entspricht, wenn wirklich etwas Lichtes enthalten ist in dem, was Anthroposophie will. Denn die Wahrheit hat Wege, welche nur sie auffinden kann und welche den Mächten der Finsternis doch nicht auffindbar sind. Möchten wir uns doch vereinigen, alt und jung, jung und alt, um uns einen klaren Blick anzueignen, für das Auffinden solcher Wahrheitswege. 9. April 1921. Es wäre sehr schön, noch ein wenig über weitere Motive dieser Vorträge neben der materialistischen Hauptspur zu sprechen. Aber die Zeit, ich möchte sie nicht über Gebühr und Sie hier nicht über Gebühr belasten. Ich möchte vielleicht nur ein paar Motive nennen. 1920 tauchte bei Rudolf Steiner sehr plötzlich, möchte ich sagen, das Motiv der Ungeborenheit auf. Natürlich hat er immer schon die Auffassung vertreten, dass wir nicht im Moment der Konzeption mit unserem Wesen gezeugt werden. Aber der Begriff Ungeborenheit und die Bedeutung der Präexistenz des Menschen, gerade in der Pädagogik, das beginnt in den 1920er Vorträgen. Da schlägt er dieses Motiv an, Ungeborenheit. Ich habe das letztes Jahr ein bisschen entwickelt und er führt das weiter ganz stark, aber auch in die Sprache hinein. Und das ist etwas, was ich noch kurz hier zum Beispiel erwähnen möchte, denn das ist neu. Dass Rudolf Steiner an dieser Stelle sagt, sehen Sie, wir haben nicht nur keinen Begriff von Präexistenz heute, sondern wir haben auch kein Wort dafür. Wir haben zwar das Wort Unsterblichkeit, aber das Wort Ungeborenheit haben wir nicht. Jetzt kann man ja sagen, ja, Worte, das ist Schall und Rauch. Aber er sagt, das ist eine Wesentlichkeit. Man darf überhaupt nicht unterschätzen die Bedeutung, welche im Worte liegt. Und er sagt, es wäre eine Aufgabe der anthroposophischen Bewegung, das Wort Ungeborenheit einzuführen. Und das ist so etwas im Rückblick auf die letzten 20 Jahre, wo ich denke, ach, was mein persönliches Leben betrifft, da bin ich froh, dass ich ein bisschen was tun konnte. Ich habe ja mal ein kleines Taschenbüchlein geschrieben, Ungeborenheit. Und ich glaube, es ist jetzt in 11 Sprachen übersetzt. Ich habe oft mit den Übersetzern gerungen und gesagt, nein, es muss so heißen, unbornness. Aber das gibt's nicht in England. Ja, dann sage ich noch nicht. Aber letztlich ist es überall jetzt so erschienen mit dem Titel. Und immer diese Wandtafelzeichnung vorne drauf, wo Rudolf Steiner einmal wunderbar im Mutterleib eine Skizze eines werdenden Menschen. Und das sind nur kleine Taschenbücher, sie verändern nicht das Kräftegleichgewicht der Welt, aber wer weiß, immerhin.
Aber warum das Wort? Warum ist das Wort wichtig? Worte, man kann es so nennen oder so, Worte haben ihre Aura verloren. Man hört viel diesbezüglich. Aber er sagt, in dem Augenblick, wo sich der Gedanke umprägt zum Wort, selbst wenn das Wort als solches nur gedacht wird, wie in der Wortmeditation, in demselben Moment prägt sich das Wort ein in den Äther der Welt. Der Gedanke prägt sich als solcher nicht in den Äther der Welt ein, sonst könnten wir niemals zum reinen Denken kommen und keine freie Wesen werden. Wir sind ja in dem Augenblick gebunden, wo etwas sich einprägt. Wir sind ja nicht durch das Wort frei, sondern durch das reine Denken. Das können Sie in meiner Philosophie der Freiheit des Weiteren ersehen. Aber das Wort, meine lieben Freunde, prägt sich in den Weltenäther ein. Nun bedenken Sie, für die Initiationswissenschaft liegt ja heute einfach die Tatsache vor, dass im ganzen Erdenäther dadurch, dass die zivilisierten Sprachen kein gangbares Wort für Ungeborenheit haben, dieses für die Menschheit wichtige Ungeborensein überhaupt nicht in den Weltenäther eingeprägt wird. Alles das aber, was an wichtigen Worten eingeprägt wird in den Weltenäther, vom Entstehen, von alledem, was den Menschen betrifft, in seiner Kindheit, in seiner Jugend, all das bedeutet einen furchtbaren Schrecken für die arimanischen Mächte. Unsterblichkeit im Weltenäther eingeschrieben, das vertragen die arimanischen Mächte eigentlich sehr gut. Denn Unsterblichkeit bedeutet, dass sie mit dem Menschen eine neue Schöpfung beginnen und mit dem Menschen hinauswandern wollen. Das irritiert die arimanischen Wesenheiten nicht. Wenn sie immer wieder den Äther durchsausen, um mit dem Menschen ihr Spiel zu treiben, wenn da so und so viel von den Kanzeln von Unsterblichkeit verkündet wird und in den Weltenäther eingeschrieben. Das tut den arimanischen Wesen sehr wohl. Aber ein furchtbarer Schrecken für sie ist es, wenn sie das Wort Ungeborenheit in den Weltenäther eingeschrieben finden. Das löscht für sie überhaupt das Licht aus, in dem sie sich bewegen. Da kommen sie nicht weiter. Da verlieren sie die Richtung. Da fühlen sie sich in einem Abgrund, wie im Bodenlosen. Und daraus, meine lieben Freunde, können sie ersehen, dass es eine arimanische Tat ist, die Menschheit davon abzuhalten, vom Ungeborensein zu sprechen. Ist doch eindrücklich, oder? Von der Schilderung her. Mindestens das. Und viele andere Motive, die letztes Jahr aber schon aufklangen, wären weiterzuentwickeln. Oder Steiners Warnungen vor der Zerstörung des Baus. Es ist unglaublich, wie er es ganz deutlich sagt, was da vorbereitet wird und wie sehr man auf diesen Bau aufpassen muss und mit welchen Worten er es sagt. Aber auch sein Umgang mit diesen Vorwürfen, er sei Kommunist, Jude, er sei Bolschewist, er sei, wie er damit umgeht. Ich möchte Ihnen nur eine schöne Formulierung einmal vorlesen. So genau kennen einen die Leute, indem sie einem das anhängen. Aber man sollte doch einmal nachdenken darüber, ob nicht vielleicht gerade das, was am notwendigsten ist, heute ins Auge zu fassen, sowohl im Kommunisten wie im Juden, wie auch im reichen Kommerzienrat steckt, der Mensch. Heute kommt es auf den Menschen an. Und was gesucht werden muss, ist der Mensch in jeder Form. Denn die alten Parteischablonen, die Kommunisten, die alten Volkszusammenhänge, wie Juden und schließlich auch die alten Kommerzienratstitel, bedeuten heute nur noch außerordentlich wenig, wo wir mit aller Gewalt hineinkommen müssen ins allgemein Menschliche. Und er hoffte so sehr, dass die anthroposophische Gesellschaft hineinkommt ins allgemein Menschliche, endlich aufhört, eine Sekte zu sein. Er sagt, es ist doch immer noch so, Gruppen, die sich abschließen, die was besser wissen. Es fehlt jeder Weltblick, es fehlt Weltsinn. Er wolle Weltsinn haben in dieser Gesellschaft. Und man könne sich jetzt nicht mehr leisten, diese kleinen, obskuren Gruppen, denn die Welt ist aufmerksam geworden auf diesen Hügel hier. Und jetzt kann man sich wirklich nicht mehr erlauben, Sekte zu spielen. Früher hätte man es schon gekonnt, also er hat es immer ja den Leuten überlassen, was sie damit machen. Aber es ist jetzt nicht mehr möglich, sagt er. Und da ist jetzt eine andere Verpflichtung da, mit der Anthroposophie in der Öffentlichkeit zu wirken. Vielleicht ist das anregend, um diese zweitigen Bände, 2 von 7, wie gesagt, Mitgliedervorträge, zu lesen.
Als ich mich so vorbereitete aus gewissen Umständen heraus, fiel mir plötzlich Bernhard Lieferhut ein. Möchte ich noch kurz sagen. Irgendwie war er da, auch durch einen Hinweis. Und ich dachte, ach, sein letztes Buch, das hat mich doch als Student so beeindruckt, die Rettung der Seele. Denn ich hatte schon damals den Eindruck, und dann in der Psychiatrie ganz stark, meine Güte, die Rettung der Seele. Und das ist doch ein Thema, das uns weiter beschäftigt, oder jetzt auch Kindheit. Was heißt das, geschlossene Schulen? Und in so vielen Ländern sind sie zu. Und ja, diese Seelenverarmung, gerade auch bei Kindern und Jugendlichen. Lieferhut, plötzlich war Lieferhut da und ich las Rettung der Seele wieder. Was hat er denn da gesagt? Und vielleicht erinnern Sie sich, wenn Sie das mal gelesen haben, das ist das ungewöhnlichste Buch seines Lebens, denn er war am Sterben und hatte einen jungen holländischen Freund, Jelle van der Meulen, herbeigebeten ans Krankenbett, um ihm noch einiges zu erzählen, was ihm aufgegangen sei über Menschheitsentwicklung. Und das sind dann 10 Gespräche, glaube ich. Und Lieferhuts großes Thema ist eigentlich Ahriman und die Materialisierung, die Automatisierung der Menschheit und die große Sorge, auch bei Kindern. Nicht? Er sagt, wenn in den ersten Jahren schon auf die Intelligenz der Kinder zugegriffen wird, nicht? Das war ja noch eine Zeit ohne iPhone, Tablets und vieles andere, er hat ja ganz moderne Motive. Und wo steuern wir dahin? Das bedrängt ihn geradezu, nicht? Und es ist ganz ernst auf dem Krankenbett. Jelle van der Meulen sagt, jedes Wort kam aus dem Kern seines Wesens. Er blickt auch manchmal zurück und sagte, wissen Sie, junger Freund, ich war in den 30er Jahren hier in Dornach. Glauben Sie, dass Sie sich mit dem Nationalsozialismus beschäftigt haben? Nichts. Man hat die Leute aus der Gesellschaft geschmissen, anstatt sich um die Not der Zeit zu kümmern. Die Gesellschaft habe total versagt. Sie habe sich mit ihren internen Krisen beschäftigt, statt dorthin zu blicken, was sich im Großen vollzieht. Und das wird wiederkommen, natürlich nicht so. Aber die geistigen Mächte, so sagt er da auf dem Sterbebett, die den Nationalsozialismus inspiriert haben, sind nicht tot. Sie warten auf eine neue Chance und die wird sicher kommen. Du brauchst dich doch nur umzuschauen. Natürlich werden sich die Mächte des Bösen auf eine völlig neue Art manifestieren, völlig anders als in den 30er Jahren. Und es ist sehr die Frage, ob die anthroposophische Bewegung darauf wirklich vorbereitet ist. Und sein Schreckenspanorama ist ichlose Menschen, eine mechanisch funktionierende Gesellschaft und auch merkwürdig dieser Begriff, Ahriman will jeden Menschen bis zur völligen Kontaktlosigkeit vereinsamen. Es geht einem ja schon nahe, nicht? Und dann erschrickt man wirklich, wenn man dann liest, wo er dann sagt, ich schätze, dass der Tiefpunkt des Kampfes zwischen 2020 und 2040 liegen wird. Da kommt das Jahr 2020. Nicht? Plötzlich da, wir sind im Sterbejahr von Lieferhut, das war Jahrzehnte vorher. Nicht? Da blickt er hin. Und ich dachte wieder, oh ja, wir sollten nicht unterschätzen, in welcher Zeit wir sind. Ja? Und wie findet man die richtigen Beurteilungskriterien, ohne jetzt zu sagen, ah, das ist alles böse und manchmal geht ja das Licht auch plötzlich an, aber es hat sich ja auch sehr viel Licht gezeigt letztes Jahr. Vielleicht auch in der Not, zwischen den Menschen, neue Beziehungen, neue Intensitäten, neue Begegnungen, neue Formen von Zusammenarbeit. Aber man unterschätze nicht sozusagen, was geschieht. Gestern Abend war ein Vortrag, wo gesagt wurde, die Kinder wurden vergessen. Ist ja schon enorm, wenn man sagt, die Kinder wurden vergessen sozusagen durch gewisse Maßnahmen und so weiter. Also Lieferhut hat alles so dahin angeblickt, nicht? Und mir wurde durch dieses Vermächtnis wieder deutlich, wie wachsam wir wahrscheinlich die nächsten Jahrzehnte sein müssen und wie sehr wir zusammenarbeiten müssen. Das ist sein letztes großes Credo, dass er sagt, das darf nicht noch einmal passieren, dass es reißt in der anthroposophischen Gesellschaft und Bewegung vor allem auch, nicht nur Gesellschaft, sondern man wird diese Kraft brauchen der Gemeinschaft, um dieser Auseinandersetzung gewachsen zu sein. Und ja, es war eigentlich, sind das keine letzten Worte im Sinne von, es wird schiefgehen, es wird gut gehen. Er ist eigentlich durchdrungen von dem, was er Mahnungsströmung nennt. Ja, das ist noch ein Thema für sich. Aber er ist ein großer Aufruf. Vielleicht gucken Sie es teilweise nochmal an, Rettung der Seele. Vielleicht auch, weil es ein Gespräch ist. Nicht? Man merkt, das ist kein Schriftstellerbuch, sondern erzählt einem jungen Mann,
was er noch sagen wollte. Im Vorblick auf Freitagabend ende ich mit zwei Sprüchen. Ich hatte ein bisschen in Vorbereitung für heute Abend gedacht, oh je, habe auch Menschen ausgeladen oder auszuladen versucht, weil ich dachte, es wird irgendwie finster. Aber ich habe gemerkt, es ist heller geworden im Laufe des Abends und zumindest durch das Licht da oben. Nein, ich hatte etwas Sorge, denn wenn man diese Entwicklung so hinstellt und vielleicht zu wenig auch artikuliert, diese anderen Kräfte, dass es etwas schwer aushaltbar ist. Deswegen dachte ich, es war gut, Freitag so eine Art Gegenklang zu inaugurisieren, abgesehen davon, dass wir so froh waren, dass wir wieder überhaupt was machen können, auch in der allgemeinen Sektion, eine kleine Veranstaltung wenigstens. Dachte aber auch an zwei Vorträge von Rudolf Steiner, die er mal in Prag hielt. Wie widerlegt man Theosophie oder Anthroposophie und wie verteidigt man sie? Aber zwischen den Vorträgen lag eine Woche. Und man musste erst mal mit dem ersten so lange leben. Franz Kafka sagt in seinem Tagebuch, nichts hat Anthroposophie gerettet. Er hat nur die Gegenargumente aufgezählt. Man lebte eine Woche in der größten Not, weil das alles verloren schien. Und erst nach einer Woche sozusagen, wie verteidigt man sie? Sehr didaktisch, sehr geschickt. Und so hatte ich etwas Sorge, dass der Materialismus den Abend erdrückt. Ich hatte beim Sprechen nicht das Gefühl, dass wir erdrückt wurden, aber den großen Bogen zu sehen und dann vielleicht auch wieder, vielleicht auch Freude zu haben, Zeitgenosse zu sein, auch in einer Gemeinschaft zu stehen, die aber wach sein muss, nicht? Und wir haben ja auch gemerkt, was alles gerissen ist das letzte Jahr an menschlichen Bezügen. Zugleich haben sich neue gebildet, dass man da sehr wachsam ist. Ich ende mit zwei Sprüchen. Der erste, der kommt am Freitag dann wieder aus einem Notizbuch Rudolf Steiners, Juli 21. Und ich lasse es einfach, ich spreche es, glaube ich, nur ich lege nichts aus. Und ich glaube, das klingt vor dem Hintergrund dieser Menschheitsentwicklung, die wir ein bisschen bedacht haben. Das Weltall wacht, der Himmelskreis träumt, die Planetenwelt schläft. Das Erdenwesen ruht. Im Ruhen wacht der Mensch. Im Schlafen fühlt der Mensch. Im Träumen will der Mensch. Im Wachen icht der Mensch. Ich, ich, ich bin. Ich will, ich vergehe. Ich fühle, ich werde. Ich denke, ich bin nicht, es ist. Und das andere ist das Schlussgedicht des Zyklus Atemwende, über den man ja auch viel Anlass hatte nachzudenken seit letztes Jahr, Atemwende. Da schreibt Paul Celan, einmal, da hörte ich ihn. Da wusch er die Welt. Ungesehen, nachtlang, wirklich. Einst und unendlich, vernichtet, ichten, Licht war, Rettung.